Herzlich willkommen, meine Freunde, hier beim Eurotruck Simulator 2. Heute mal bei Part 100, ja, da habe ich mir heute mal den Tobi geschnappt und der ist dabei. Eigentlich wollten noch ein paar mehr dabei sein, aber ja, Tobi hatte meinen Controller gehabt und da hat sich das alles noch ein bisschen verschoben, ne? Ja, schönen guten Abend einfach von mir. Ja, oh. Part 100, endlich. 100 Folgen ETS 2. Scheiße. 100 Folgen, scheiße. Oh, nach Griechenland könnte man fahren, aber das ist mir ein bisschen weit. Wir machen nur eine kurze Strecke hier. Ist ja auch nur ein Part 100. Und noch keine 2-Stunden-Folge hier rauskloppen. Oh, ich glaube, wir fahren nach St. Pölten, nach Australien. Klar! Nach Österreich. Wo startest du denn? Berlin. Ich bin in Berlin. Ach nee, wir fahren keinen Bus, wir fahren hier einen Digger. In unserer Anfangsstadt. Genau, wir sind auch gleich in der Anfangsstadt. Alles ging noch. Dieses Let's Play. Dieses Let's wurde auf 3 verschiedenen PCs aufgenommen. Ja, das stimmt. Gut, wir fahren jetzt mal ganz schnell hier runter nach Österreich. Nee, doch nicht. Zum einen, Yannick, ersten 2 Parts auf seinem Laptop. Da, Leggy, ne? Muss ich schon die meisten Beschwerden, man leckt das, fahr mal ordentlich. Ja, müsste damit und, klarkommen. Und dann kam dann, ja, mein PC, da haben wir jetzt ungefähr 10 Parts, glaube ich, aufgenommen auf meinem PC mit Lenkrad. Das war richtig geil. Ja, das war ordentlich. Mit der Bulle Bier in der Hand. Hat Spaß gemacht. Mit der Pulle Bier in der Hand und so. Das war auch geil. So, und also ja. Leute, wir fahren jetzt doch nach Leipzig schnell mit dem Digger 500. Das ist ein kurzes Stück. Leipzig war ich schon. Wir haben übrigens einen, neue Mods wieder drin. Wie jedes Mal. Kennt er ja, ne? Neue Map. Also neue TS3M Map. TSM Map, so. Und ja, ich bin ein bisschen verschnupft, ja, deswegen kann Tobi hier ganz viel reden. Ich bin nicht verschnupft. Der ist am Futtern. Ja, mit Abendessen. Ja, wir nehmen hier wieder, ja, schon habe ich 1% Schaden, aber ich habe noch keinen Anhänger dran. Mann! Der reagiert wieder so komisch, ich muss mich erstmal umgewöhnen. Ganz nix, ey. Ich habe nämlich versucht, mit dem PS3-Controller aufzunehmen, aber Halleluja. Da ging ja nichts und jetzt muss ich mich hier umgewöhnen, erstmal wieder auf den Xbox. Hä? Hä, der ist einfach nach rechts gelenkt. 13% Schaden. Was passiert? Och, nee. Ich habe noch nicht mal einen Anhänger dran, Leute. Oh, das wird ein Part 100 mit ganz viel Spaß. Och. 14%. Und für den Part so nennen. Let's Play, Eurotruck Simulator 2, Part 100. 100% Schaden, Fragezeichen. So, und jetzt... Ey, fahr ich hier gleich wieder in den Kreis, ja. So. There we go. Now it can start here, ne? Meine Englischkenntnisse sind very well. Ja, ich fahre hier wieder mit 100 in der 50er-Zone, ja. It's very cool to hear you. Ja, the sun is knattering from the himmeling. Würde der Sturzio-Part jetzt sagen. Aber es regnet hier in Strömen. Sturzio, wenn du das Video hier siehst, schöne Grüße aus Potsdam. Ist ja gute, vielleicht eine Stunde weg von uns. So, Leute, da holen wir uns den Anhänger ab hier. Hier rechts steht er schon, da sehen wir ihn auch nicht, ne? Jetzt also hier so ein richtig schöne Schnitzel, wollt ihr auch gerne haben, wa? Bei mir gab's heute einen leckeren Burger. Und alle Zuschauer jetzt, Mann, ihr Penner, einfach was essen. Aber nur eine kleine, bei mir gab's nur einen kleinen Burger mit 180 Gramm Fleisch, Beef. Ich hatte nicht so den... Nein, du machst mich schon wieder neidisch. Mit dem hat er nicht so den Mega-Hunger, sonst hätte ich natürlich den Giant genommen, ne? Das kennt er ja. Der Burger, der immer gleich 350... Yannick muss immer... ...bis 500 Gramm Fleisch, ne? Was hat? Ja, klar, man muss ordentlich reinhauen. So, wir haben ja natürlich gleich wieder einen langen Anhänger, das kennt er ja von mir. Hier nehmen wir gleich noch 70 Schild mit. Ich wusste es. Warum auch nicht, ne? Wenn es da steht, dann nimmt man es mit. Aber man sieht auch wieder, dass ich hier mit Controller fahre. Das sieht gerade richtig schlecht aus, ja, ich weiß. Hab noch nicht so in den Einstellungen rumgespielt. Das ist wieder. Da ich ja zwischenzeitlich den anderen Controller dran hatte, hat er alles wieder verfirlefanzt und das ist noch nicht so gut. Wir können hier ganz kurz mal, die Ampel ist rot. Mal reingucken in die Controller-Einstellung, die Lenkempfindlichkeit, die war
irgendwo da. So. Und dann hatte ich hier natürlich die Reaktionsschwelle, die muss wieder runter. So, dann geht das. Und die Controller, einstellen sind das Gameplay. Bleibt alles, ne? Gameplay. Irgendjemand meinte zu mir, der hat das auch gespielt, der hat hier Druckluftbremssystem reingemacht und Simulation des Treibstoffverbrauchs und irgendwann konnte er nicht mehr fahren oder so. Weil da irgendwas los war mit seinem... Wow! Wow, 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 wow. Was los? Was ist da los? Seht ihr das? Hui, hui. Da brauche ich ja nicht mehr die Taste berühren und schon dreht das Lenkrad dreimal rum. Das wollen wir natürlich nicht. Lenkempfindlichkeit ganz runter. Die Reaktionsschwelle muss dann richtig hoch, oder was? Ah, stimmt, da war was nicht richtig hoch. Meine Güte, das ist so eine Sache, ja, das muss man erstmal, ich muss erstmal ein Gefühl entwickeln. So, bitte nach Leipzig fahren. Jojo, wir fahren nach Leipzig. Wie weit ist das jetzt davon entfernt? Müssten gute 200 Kilometer sein. Ne, 160 Kilometer. Okay. 2 Stunden 37. Nein, echt braucht man circa 2 Stunden hin. Ja klar, naja, wir sind auch mit dem LKW unterwegs. Deswegen okay. Nicht ganz so schnell. So und, jetzt. Und nicht mit. Ja, da. jetzt schon wieder los hier. Da bleiben wir schon wieder hängen. Ja, Freunde, machen wir dann mit weiter mit ETS 2 auf jeden Fall. Ach, klar. Wird dann schön weiterführen. Also lange, wenn ihr es nicht mehr haben wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Es gibt immer noch diese Zuschauer, die das gerne gucken. Ja, ich meine, Mensch. Ja. Sonst muss ich ja ein neues Spiel machen. Ein Part in der Woche oder so. Als Nebenprojekt oder am Wochenende. Ja, ihr könnt mir natürlich auch gerne mal schreiben, wenn ich was anderes Let's Playen soll. Meine Tobi macht ja sonst hier alles Mögliche. Na, ich hab mal nur Formel 1 und NBA, kannst du sagen. Ja, momentan ist nicht mehr so viel los auf dem Kanal. Wir ein bisschen Grid 2 machen wir immer noch Wochenenden. Geht eigentlich immer. NBA hat 2 Tage, Dienstag und Freitag. Formel 1 nimmt die ganze Woche ein. Mit Montag, Mittwoch, Freitag und am Wochenende die Karriere. Ja. Und dann noch die Aufnahmen. Minecraft. Natürlich. Ja. Minecraft haben wir jetzt auch wieder aufgenommen. Die Playlist wird bald länger. Das lade ich alle hoch jetzt hier am Wochenende. Ja, Montag kriegt er hier den Part wahrscheinlich erst, also somit. Ne? Ja, Montag. Ich denke mal, ich muss hier gerade ausfahren Richtung Leipzig, Nürnberg. Nürnberg? Ja, Nürnberg. Ja, es hat sich mein Zuschauer gewünscht, nach Nürnberg zu fahren. Da wollten wir ja hin mal in einem Part und dann ging das nicht mehr. Natürlich werde ich dem Wunsch noch gerecht, wir werden noch nach Nürnberg kommen. Da waren wir auch noch nicht. Von daher. Würde er schon noch. Als Lenkrad. Guck da, Alter! Was ist da los? Ich lenke so ein ganz bisschen nach links und fährt sofort in die Wand rein. Das ist richtig komisch. Ich muss da nochmal das, also den perfekten Punkt finden, hier mit dem Lenken. Das habe ich noch nicht so raus. Ich weiß nicht, ob das an dem Update liegt, dass jetzt hier viel anders empfindlicher ist oder ob ich das aus Versehen irgendwie umgestellt habe. Aber da, ich kann ja gar nicht Pause machen mit dem Controller. Nee, das will ich. Immer haben diese ETS-Fahrer immer so die 100 Aufrufe. Okay, manche haben nicht. Aber die meisten haben auf jeden Fall so immer 100 Aufrufe. Ja, das ging ja alles wunderbar los. Die haben mal richtig gute Likes bekommen. Hab mich gewundert einmal. Janik und ich haben uns gewundert, what the fuck, warum so viele Likes auf einmal? Ja, ne? Aber oh, so muss das sein. So, ich denke mal, so könnte das gehen jetzt langsam. Hier am Steuer. Ah, ja. So geht's doch. Auf in die Stadt der Liebe. Lebe durch Franklin. Hallo, Alter. Ey, ich lenke so... Ja, Unfall verursacht, klar. Ich lenke nach rechts und mein LKW fährt erstmal voll links weiter durch die Bande. Weil, Alter, das mit der Lenkung, das geht gar nicht. Ich weiß nicht, wer da was umgestellt hat, aber es ist richtig schlimm. Äh,
Also ab Part 16 ist auf Yannix PC denn und ja, auf dem neuen. Bis Part 15 und halt also von Part 3 bis 15 haben wir auf meinem PC aufgenommen. Ja. Ja. Das war lustig. Oh, Lenkrad nach Dresden. Na, das war ein schöner Part, hat Spaß gemacht. Und ey, der dritte Part mit Lenkrad nach Dresden, der hat mehr Aufruhr als der zweite. Doppelt so viele. 1700. Ja, naja. Also schön hat richtig Spaß gemacht mit dem Lenkrad. Richtig, richtig Bock gemacht. Ja, das war geil. Ah, siehst du, tanken müssen wir auch bald wieder. Aber was, wie viel? 900 Kilometer? Ja, nicht. Willst du denn dir eine PS4 holen? Ja, muss ich wahrscheinlich auch. Bei PS3 ist es. Bitte ja. NBA 2K14, Alter. Ja, klar. Ey, da haben wird mein erstes Spiel bestimmt. Da haben schon, die Amerikaner haben schon von NBA 2K14 wie so. Alter, das sieht so hammer fucking geil aus. Die PS4 generell ist eigentlich richtig geil gemacht, ja. Gibt gleich ein Headset dazu. Alter, das Gerät ist schon geil. PS4 Wikipedia. Ich will jetzt keine Werbung für die PS4 machen oder so, aber die ist ja jetzt ja heute rausgekommen in Amerika. Ja, am 15. November. Und ein episches Ding, ja. Muss man einfach sagen. Also, ich bin halt ein PS4-Fan. Ich habe nichts gegen Microsoft, so ist es nicht. Aber was sich die PS4, also was sich Sony wieder einfallen lassen hat, ja, kriegst einen Monat gratis bei PlayStation Plus, kriegst einen 10€ Gutschein für den Play Store und dann noch irgendwelche anderen spaßigen Gimmicks dazu. Gratis zum Pack, also. Klar, bei PlayStation muss man jetzt genauso zahlen wie bei Xbox, ne? Ja, wenn PlayStation Plus haben willst, also wenn Multiplayer spielen willst und so. Aber ich meine, komm, ey, bei PlayStation, bei Xbox war das auch nicht viel, das war kaum Geld, ja. Ja, genau! Alter! Der ist ja mehr mir reingefahren als ich ihm. Ich kann ja auch gar nicht richtig fahren. Ja, Nick, vielleicht kommen hier nochmal drei Leute mit rein. Jo. Ich bin eh gleich fertig, ne? Bin gleich in Leipzig schon. Da muss ich mir noch einen neuen Auftrag suchen, der kurz ist, du. Also die Japaner haben es ja richtig behindert, ey. 22. Februar 2014. PS4. Das bitter, ey. So Xbox. Ich freue mich irgendwie auf die Steam Machines. Ich weiß nicht. Irgendwie. Xbox One kommt in der Woche. Die kommt überall auf der Welt denn raus. Ja. 22. November in einer Woche. Oh ja, fahr rechts rüber. Da wollte ich auch gerade rüberfahren. Da muss ich jetzt ihn. Alter, ich muss den überholen, ja, ey. Ey, ich fahr wie ein Bekloppi hier, Leute. Nehmt's mir nicht übel, ja, also ich werde versuchen noch einzustellen. Ich hab's bestimmt vergessen. Aber ich sag das einfach mal so. So, jetzt will unser Typ hier noch pennen. Guck doch mal, ey, das lenkt nicht ordentlich. Ah, da hab ich irgendwas richtig scheiße verstellt. Also wir haben auch ordentlich Schaden. Überall. Und eine rote Ampel. Ah, die Hupe funktioniert, ne? Die Hupe muss immer funktionieren. Vielleicht wird sich ja nicht irgendwann mal so ein richtig schönes Logitech G27 holen. Wenn denn das Geld da ist. Unsere Zugmaschine 31%, unser Anhänger 24%. Ja, nicht der Schrottking. Also schon mal nicht schlecht, ne? Muss sein, immer auf die kleinen Dicken. Oh, jetzt sind wir auch das erste Mal in Leipzig, Leute. Und ja, seht ihr, das meine ich. Aufpassen, jetzt kommen sie alle rein. User was moved to your channel. User was moved to your channel. User was moved to your channel. Wenn ihr alle. Hallo. Sorry, im Aufnahme stimmt. Nein, ist ja nicht schlimm. Hallo. Ist nur Part 100. Ist nur Part 100. Ja, dann. Bin jetzt eh schon angekommen in Leipzig. Aber ja, nehmen sie noch eine kurze Fahrt noch raus und schauen wir nach Nürnberg fahren. Wie wär's denn? Ja, wenn es da was gibt, ne? Ja, nein, aber ich weiß nicht, ob du schon mal so bei uns dabei warst, glaube nicht, ja. Nö, ich bin halt. Liga-Rennen. Oh, da ist bei uns im Liga-Rennen dabei, so wie Damal und Carrie auch, oder Carlo, der Kater Carlo. Hallo. Alter. Ja, Caro, ne? Caro. Carré, bitte. Carré. Carré? Carré. Ja, Carrie hat jetzt einen neuen Namen, und zwar Carré. Vorhin war es noch Caro. Warte. Carolina. Vorhin war es Carlo. Nee, Caro. Genau. Ja, Caro, siehst du? Ja, okay. Carré 123 LP. Carré. So Französisch. Ja, auf jeden Fall haben wir schon ein bisschen geredet über... Und nachher fick ich dich auf der Korall. Ja,
Wir haben schon ein bisschen über PS4 und Xbox One geredet, weil die PS4 kam ja heute raus. In Amerika. Hab ich heute die Werbung gesehen, ja? Ah, die haben richtig geilen Trailer gemacht, Sony für die PS4. Was sagt ihr dazu? PS4? Heute ist die Konsole? Ich werde sie mir nicht holen, aber die Grafik ist schon extrem gut. Ich sag, alles was man mit Konsolen kaufen kann, gibt spätestens in einem halben Jahr für PC zum Nachrüsten. Und zwar billiger. Es gibt in der Konsole, in der PS4 eine bestimmte Technik, die es für den PC wahrscheinlich erst in einem Jahr geben werden kann, weil der PC noch nicht so weit entwickelt ist. Solange kann ich weiß warten. Nicht genau was. Oh, Auftrag erfüllt, tolerabel. Ja, klar. Ordentlich hier. Hat ja kaum was gebracht. Ja, gucken wir mal. Ob es was Kurzes gibt. Ja, gibt ja aber nichts, gibt hier nichts Kurzes. Ja, was Kurzes, ja. Ja. Oh, ey, er ist. Janik, ja. Ja, guck in deiner Hose, findest du was? Nee, hab ich schon nachgeschaut. So, ich fahre jetzt einfach hier so einen Special-Auftrag. So einen Schnellauftrag, haben wir lange nicht gemacht. Fahren wir mal hier das Kürzeste. Also, nee. Nach Tschechien. Was willst du denn in Tschechien? Ja, am Rastplatz mal stehen bleiben für eine Stunde. Oh, fahren wir von Aberdeen nach Glasgow? Ah, das ist mit Mercedes. Ah, der Trailer ist geil. Nee, mit Mercedes will ich nicht fahren. Was auch immer die fahren. Ich bin echt gespannt, wie GTA 5 auf der PS4 aussehen wird. Ich glaube, es wird gleich rauskommen, oder? Nee, doch. Die müssen die komplette Grafik-Engine dann wieder überarbeiten. Ding hier. Die heißt hat, es wird nicht auf Next-Generation-Plattform rauskommen. Und PC natürlich auch. PC soll angeblich nächste Woche rauskommen, aber nee. Wenn dann erst in einem halben Jahr wieder. Aber dann halt gleich für beides. Alter, ey, der Truck hier, der Mercedes, der sieht ja wieder grottenscheiße aus. Karriere F1 spielt Eurotruck Simulator 2, so fand hast du ETS 2. Länger als FA 2013. Alter, ey, wenn ihr diesen. Ich sitze auf der rechten Seite. Payday 2 im Angebot für 18 € statt 30. Ja, gibt's jetzt mit dem neuen DLC. Ich hab's ja auch schon, das gibt's ja gleich gratis. Aber ich weiß nicht, soll ich Spiel schon haben, ey. Ey, guck mal, Janik, heute kam, also wo wir es auch am 15.11. kommt heute Lego Marvel Super Heroes raus. Heute erst. Und wir haben schon so lange vor. In Europa. Jo. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Mercedes gefällt mir gar nicht. Was, ich muss links fahren? Ach, ich bin ja in England. Also nicht England, aber über England. In Schottenland. Schottenland. Da fährt man nicht. Welcome to the British Island. Und auf jeden Fall, ja. Kommt einiges drauf zu. Bist du schon fertig mit nach Leipzig? Ja, Leipzig. Ich fahr jetzt gerade von Aberdeen nach Glasgow. Ach, fährst du nicht von Leipzig nach Nürnberg? Nee, ich habe so einen Schnellauftrag gemacht, weil von Leipzig nach Nürnberg gibt's keinen Auftrag. Man muss ja gucken, wie die Aufträge sind. Ach, Speed Camera. Wie viel darf man hier denn? Ah, 30, gut zu wissen. Ey, da hatte Mats wirklich recht, dass es da Schilder gibt für die Blitze. Ich bin zu blöd und lass mich andauernd blitzen. Ich bin bei Orange drüber und hab minus 350 €. Tja. Ey, ich hab gar kein Gefühl dafür, rechts zu sitzen. Und sonst, Janik, was geht ab? So 100er Folge gerade aufnehmen, oder? Ja. Du bist ja mit dabei. Ja. Yeah. Was hast du gesagt? Die Abonnenten sprießen hoch, wenn du dabei bist? Natürlich. Also Leute hier klicken, aus klicken, dem, aus klicken. Aus dem sprießen, ne? Sie nicht, Alter, die machen Google Hub. Und schicken ihn mir. Nee, was hast du denn die Woche alles gemacht? Erzähl doch mal, außer nach Glasgow gefahren. Ja, ich hab die Woche ja nicht gemacht, du. So viel Stress in der Schule wieder gehabt. Ist nicht so einfach. Darfst du auch nicht sagen, man muss ja durch. Bildung ist wichtig. Was arbeitest du gleich? Auf dem Bau oder so? Ja. Ja, da ist Bildung wichtig, ne? Handwerk. Die Wirtschaft macht von nebenan, mein Freund. Weißt du, also, ich kann auch keine Probleme mehr.
Weißt du, noch besser wäre einfach mal 10. Klasse abbrechen, also hier 10. Klasse Abschluss und dann einfach Spielerredakteur werden. Da hast du mehr vom Leben. Mehr fürs Leben. Du meinst? Dafür laufe ich, lauf ich nicht als nur. Wow, ich muss ja links fahren. Oh, da kommt mir gerade so ein fetter LKW entgegen. Hey. Was doch mal? Du wolltest deinen Satz zu Ende bringen. Ja, nachdem ihr Yannick gecheckt hat, dass er endlich mal links fahren soll. Ich habe gesagt, dafür laufe ich nicht als Lurch rum, als Spieleredakteur. Und habe wenigstens ein paar Muckis und kriege ein paar Weiber. Ja, gut. Ja, gut, sag mir nur. Ja, was soll ich sagen? Kann man nicht mehr sagen, ne? Ja. Oh. Ich bin irgendwie krank heute geworden. So ganz urplötzlich. Also langsam komme ich wieder an meinen Controller rein. Ich habe ja den Controller jetzt nicht gehabt. Konnte ja, auch nicht zocken hier. Ja, Tobi, ey. Fährst du wie auf Schienen, ja? Ich fahr wie auf Schienen. Yannick, willst du heute noch 31 wach bleiben? Müssen wir noch länger? Nee, ich guck. Sonntag wird live aufs Box übertragen, irgendein Spiel. Ja, das ist nicht das beste Spiel, aber nachher um 31. Dallas Mavericks gegen die Miami Heat in Miami. Ja, ich weiß. Ich bin dabei. Ich bin dabei nachher, 31 bin ich dabei. Ich weiß nicht, ob ich so lange wach bin. Ich wollte nachher noch mit ein paar Mädels teilen. Mal schauen. Yannick, du musst rausgehen, Mann. Du musst Mädels klar machen und nicht teilen, Alter. Nee, das klar machen kommt, aber du das ist heute nicht das richtige Wochenende für. 16, oder? Ja. Alter, du musst dich doch wegklatschen wie nochmal was, ey. Ja, heute ist nicht das Wochenende dafür. Ja, mal ich wieder. Heute ist nicht das Wochenende. Ja, glaub mir. Alter, ich überhole links, rechts im Slalom um die Autos rum, Leute. So wie immer. Wieso soll nicht das Wochenende dafür sein? Ja, manchmal ist halt nicht das Wochenende dafür. Oh fuck, oh fuck, oh. Ach so. Fuck. Ja, fuck, heute ist nicht das Wochenende dafür. Fuck. ich hab grad diese einzelnen, wie heißen die, diese komischen Dinger damit. Alter, fährt das Auto vor mir noch oder schiebe ich das schon? Was fährt noch? Aber Yannick, warum ist nicht das Wochenende? Hat der Bär Nasenbluten oder so? Nee. Keine Ahnung. Das Wochenende ist nicht meins. Ich sehe das jetzt schon kommen. Also ihr habt ihr denn halt die Profi-Tipps von Herrn Damal. Ja, Damal gibt euch die Tipps, ne? Geht und raus also und macht die Leute Mädels klar. Nicht vor dem PC hocken, nicht zocken, rausgehen und die Mädels klar machen. Einfach weghauen, Leute. Einfach haut sie weg. Ja, weißt du, da warte ich bis Weihnachten und dann. Ja! Ey, kann der denn nicht mal nach links fahren, wenn ich den überhole? Nein. Jetzt wartet er bis Weihnachten und dann hofft er, dass einer unterm Baum und am Christbaum ist, ja genau. Ich hoffe, dass mir der Weihnachtsmann eine Frau bringt. Einen, okay. Einen, okay. Ja, genau. Okay. Einen Frau. Einen Frau. Einen Schimmel. Was bitte? Wie? Alter, diese Hupe, das ist doch eine Babyhupe. Sollst dich ablenken. Was los, ey? Ja, ey, wenn du es hören würdest, ja, das hört sich. Alter. Hört sich an, als ob eine Frau quiefen würde. Was fährst du? Erzähl es. Tobi, dein Einsatz. Jetzt mütet mein Einsatz. Was machst du immer vom Start? Scheiß Mercedes. Richtig. Ey, komm nicht mehr den Berg mit dem hoch, Alter. Bei jedem Rennstart immer, wenn man auf den Pol, erstmal beleidigen das Auto. Ja, ich weiß, ich kenne das, du. Hi, auf jeden Fall hier sehen. Also, das ist auf jeden Fall mal eine Sache, die noch keiner auf YouTube hat. Die ist bei mir gekommen. Wow! Ja, das wird auf jeden Fall Schule machen. Das ist so richtig in irgendwann, weißt du? So. Ja! Mach irgendwann alle machen das. Alle. Die das ganze ist genau Welt. Irgendwann. Das ist irgendwann in, genauso wie das Dreieck unten rum, weißt du? Naja, es ist so wie. Wird dann irgendwann bei der echten Formel 1 auch immer sein. Das Publikum johlt dann immer rum. Genau. Scheiß Red Bull! Genau, und dann steigt der Charlie Whiting von unten runter und beleidigt erstmal den ersten, oder? Ach du Kacke, ey.
Ach du Kacke. Rechts ein LKW, links ein LKW und ich fahre über den Rasen und überhole beide. So muss das sein. Ja, ich kann hier auch nicht fahren. Ey, das ist Mercedes, ne? Ja, kommen wir wieder zum Wesentlichen zurück. Habt ihr schon das neue Assassin's Creed gespielt? 4? Nee, noch nicht. Ich bin noch bei 3. Würdest du gern, oder? Ja, jetzt sehr gerne. Alter, ich kauf's mir auch, ich schwör's dir. Ey, so nee. Ach. Vermaledeite Kacke hier. Aber diesmal spielst du dich ja selbst, ne? In der realen Welt. Ja, du bist doch dann auch wieder Pirat, du spielst ja wieder alles. Nee, in der realen Welt. Du bist quasi nicht mehr Batman. Ach so. Ja, das finde ich irgendwie doof. Ich fand Desmond war cool. Ja, aber das war schon ausgelutscht. Irgendwie haben sie schon recht gehabt. Du kriegst eigentlich für einen vollen Preis nicht so einen Abklatsch, sondern ein komplett neu überarbeitetes Spiel eigentlich, kannst du sagen. Ja. Aber weißt du, das perfekte Online-Game, das gibt's einfach nicht. Oder das perfekte Singleplayer, doch. Multiplayer-Game. Doch. Nee. Farmville. Das perfekte Farmville. Farmville ist ein ziemlich gutes Spiel. Ja, wo ist der Single? Ah, gut. Ja. Ist aber halt Rennspiel, weißt du? Ich meine so. Weißt du, was halt so richtig geil wäre, wenn du so ein Online-Game. Von Assassin's Creed und du fangst mit Rennspielen an? Ja, aber so ein Online-Game. Wir rennen generell von Online. Ach so. Wie viel ist ein Yard, Leute? Wie viel Zentimeter ist ein Yard? 71, glaube ich. 91. Ja, sowas habe ich auch gedacht. 1,91? Natürlich. 91 KW, Zentimeter. Natürlich. Nein, ich wusste, dass ja, 90 ja, oder so ist. Ja, klar. Alter, ey, der Mercedes kommt nicht mal am Berg hoch. Was denn das für eine Karre hier? Ja, fahr doch runter, wenn es nicht hochkommt. Das ist aber falsche Richtung. Na, Jeb sagt überhaupt nichts mehr. Na, Jeb noch da. Hallo. Ja, der sagt doch nie was. Der hört sich an wie ein Schlumpf. Gagamehl. Eher so wie er gewollt gesagt. Deine Mutter. Okay. Ey, jetzt hier nicht beleidigt werden. Und jetzt die werden, Frage ja. aller Fragen. Wie hieß Gargamels Katze? Oh, es war auch was mit Mehl. Nein. Ja, klar. Nein. Boromir. Nee, das ist Herr der Ringe. Alter, nee, ey, die Katze habe ich gar keine Ahnung mehr. Aber ich weiß noch, Schlaubi und Papa Schlumpf und Schlumpfine, weißt du, die kennt man alle noch. Fängt er mit Herr der Ringe an, ey. Ja, kam am Sonntag, also. Ach, am Sonntag, am Donnerstag. 20:15 Uhr. Bilbo? Bilbo Beutling ist Bilbo. nicht rein zu Tildo. Ich dachte, das ist ein seriöses Let's Play, was du hier aufnimmst, und dann kommst du mit sowas. Mach ich doch. Du lenkst ja wieder ab. Wieso? Ich wollte bloß sagen, dass die Katze Asrael tut. Ja, Asrael, genau. Ich sag doch was mit Mehl. Also mit Ehl. Asrael, nicht Mehl. Ja, guck mal, Opel Astra und eine Prise Mehl macht Asra-Mehl. Ich sag ja auch nicht Janni-Mehl. Tja, Damehl. Damehl. Tja, Karmel. Oh, Karmel, das ist geil. Das ist geil. Ja, da hat Karmel wohl einen neuen Namen, ne? Also siehst du, Kamel da sagt 123 LP, wie cool. Da sagt er auch gleich nichts mehr. Oh, hier muss ich abbiegen. Ich bin zu weit gerutscht. Scheiße. Ja, was machen wir denn jetzt, Leute? Anlaufstadt Blackgill, ne? Ja, Nick? Ja. So leise? Ja, ich muss gerade hier. Ich bin gerade mitten auf einer Kreuzung geradeaus weiter irgendwie gefahren und muss aber abbiegen rechts. Ja, Carry F1 und ich spielen erstmal NBA 2K40. Hallo! Ja, was drängelt der denn vor? Hallo, ey, du Olle hier. Mal hat's geklappt, ey. Ja. Saugeil. Wir suchen einfach blind drauf los und sonst klappt's nie. Wird also, die 100er Folge eigentlich auch aufgenommen hier so, also hier am GS? Was? Ihr seid mit in der Aufnahme. Ach, hallo. Ach, jetzt erst gemerkt. Nein.
Orlando Aufnahme Magic gegen meinst. Die Houston Rockets. Oh, der steht im Weg, der soll mal ein Stück zurückfahren da mit seinem Kack-Opel VW White Golf. Hart, ehemaliger Verein, mein Freund. Ja gut, jetzt hat er Pech. James Harden, verpiss. Oh, James Harden, ja. Ja, der carry so gut mit dem, der macht den das mal rein mit. Ja. Ey, Carrie scheint doch so eine reiche Sau zu sein, ey, wenn er jedes Spiel hat. Nö, der hat eine schnelle Internetseite. Leitung. Eine schnelle Internetseite. Manchmal. Er hat 150.000, Yannick. Ja, da lädt er mal so ein 5-GB-Spiel bei Steam, oh, halbe Stunde runter. Ich brauch dafür 10 Jahre. Ich brauch dafür auch nicht lange. Brauch nur maximal eine Stunde. White Howard für 3. Wobei ich brauche auch nur eine halbe Stunde, weil Steam limitiert das eh. Kannst ja gar nicht schneller werden als ein Megabyte oder so. Oder 2 oder so. Ja, jetzt haben wir wieder schweigende Stille, Leute. Mein Handy ist wieder auf Double Penetration hier. Schweigende Stille, was? Nee, ich guck grad hier ein paar Facts zu deinem. Schweigende Stille? Ich guck grad ein paar Facts auf Wikipedia zu deinem Mercedes-LKW. Zu Majestic. Der heißt ja Majestic. Ja, ist mir wurscht, wie der heißt. Ich weiß bloß, dass der Anfang. Ist Mercedes. Ich weiß bloß, dass Anfang der 1930er Jahre die Mercedes-Benz-LKWs gerade mal. Moment. Oh! Nein! Alter! 120 PS haben. Boah. Und mit Rohöl betrieben wurden. Ja, mit Rohöl, ja, klar. Ist mir klar. Deswegen ist es auch so teuer. Anfang der 1930er Jahre gab es Mercedes-Benz Lastwagen mit Rohölmotoren für 5 Tonnen Nutzlast. Siehe auch Mercedes-Benz Ackerschlepper OE-Motor. Ja, was soll man denn mit dem Ackerschlepper? Haben wir hier eine ordentliche Hallo? Zugmaschine? Bitte? Willst du unsere Landwirtschaft runter machen oder was? Nee, ey, dagegen sage ich ja nichts, aber ich brauch doch keinen. Du bist gegen Bauern? Ich brauch doch keinen. Ey, was soll ich denn. Wie soll ich denn auf einen Ackerschlepper bitte hier einen Digger 500 draufladen oder einen LKW? Digger! Ein Digger 5. Ja, das ist ein. Mann, das ist ein Rad, das ist so eine Art. Das ist ein Bagger. Der heißt so. Kannst du googeln. Digger 500. Das kann einer baggern. Ja! Da ist James Hahn. Ja, das geht alles noch. Was denn das denn immer für Blinken, wenn ich hier lenke? Uah. Bitter, ganz bitter, Carrie. Alter, das ist richtig kompliziert. Das ist alles genau seitenverkehrt jetzt. Das ist wie bei F1 Race Stars, ey. Ja, ja, nicht F1 Race Stars. Ja, müssen wir wieder spielen, Alter. Musst zu mir kommen. Du musst. Ja, zur Not komme ich morgen einfach vorbei. Feck dich dann morgens um 5. Klinge ich dann stumm klingeln. Oh, er wurde abgeräumt. Er war aus. Und wenn du vom 5. Klingeln aufmachst, schenk ich dir 1 Euro. Warte mal kurz, lass mal kurz die Pause drin, ne? Irgendwie, mein PC. Na, du kauf dir 9. Alter, ey, da fahr ich schon wieder gegen die Wand. Ich kann das gar nicht einschätzen, wie weit ich nach rechts kann. Ja, weil ich muss ja immer zum mittleren Streifen hinfahren. Ja, können wir weitermachen. Ich glaube, ich könnte nie in England fahren, Alter. Ja, mach. Ich glaube, im Auto, obwohl ich im Auto geht's bestimmt. LF1. Dürfen wir eigentlich andere Let's Player hier in unserer 100er Folge runtermachen? Meinst du Carrie? Ja. Nee, ich meinte Gekkerbohr. Ich bin kein Let's Player, also. Und? Festigerin. Unsere Upsala. Yeah. Oh. Ja. Da war vor mir einer. Ich bin schnell ins Grün gefahren, damit ich nämlich hinten reinfahre. Natürlich muss auch das Kampfgeräusch noch dabei sein, der Kampfschrei. Hu. Ich hab'n Huhaha. Ich hab'n Huhaha, genau. Ja. Hakuna Matata, ne? Du kennst doch gar nicht mal mehr Timo und Pumba, ey. Hä, hey, klar, Mann, damit bin ich aufgewachsen. Ja, klar. Ja, mein Timo Tank und Pumba, ach, der. Nee, König der Löwen, damit bin ich aufgewachsen. Das ist das gute Schwein, das ist das komische Nagetier. Ey, Leute, bitte schreibt mir nichts in Teamspeak, ja? Vielleicht war es auch auf einem anderen Teamspeak oder so, aber das höre ich auch in der Aufnahme dann nachher. Wer schreibt dir dann? Ja, was weiß ich, bestimmt ist Like Free, der gerade Minecraft zocken will. Ja, wieso sagst du dann uns? Ja, ich weiß ja nicht, kann ja auch einer von euch sein, ich weiß es doch nicht. Ich kann es ja nicht sehen, ich sehe es ja nicht, ne?
Aber ich darf hier maximal 30, ey. Was denn das wieder hier? Immer die Baustellen aufwarten. Was fahre ich eigentlich hier? Feuerwerkskörbe oder was? Zur Steinmine oder wie? Sprengstoff bestimmt. Ich wäre immer noch voll dafür, dass Yannick den Flugsimulator mal let's playt. Läuft. Und Gekabot den Train Simulator. Genau! Gekabot Train Simulator. Ey, Train Simulator ist richtig geil, Alter. Da kann er sagen, wenn bei ihm wieder ein Zug vorbeifährt, wusch. Ich mag ja, Züge. Jetzt bin ich gerade vorbeigefahren. Weißt du ja nicht, das Coole ist ja, sein Haus ist in dem Spiel mit drinne. Hat er gesagt, ja. Wer ist denn das? Gekabot? Ja. Er wohnt direkt an der Zugstrecke. Nein! Meiner! Und jetzt kommt der Hammer! Ich wohne auch am Zug! Der Hammer, Yannick! Hm? Ja, genau, aber du wohnst nicht so nah dran, dass man zu jedem Tag hört. 120 Züge am Tag hört. Nee, bei mir hört man die nicht, aber ich habe direkt die Haltestelle. 120 Züge, das waren jetzt in der halben Stunde 5 schon, ey. Ey, ihr wisst, ne, also bei mir, bei Train Simulator sieht man eigentlich richtig, also das kannst du frei rumfliegen und kannst die kompletten Städte, die neben den Zugschienen liegen, noch angucken. Ach so, so meinst du. Ich dachte gerade. Ja, du kannst mit dem Zug rumfliegen, so wie bei der Polarexpress, weil du das kennst. Ja, klar. So wie bei Zurück in die Zukunft. Ja, wenn du einen Fehler... du musst mitkommen. Deine Zukunft oder die ist mal ein Dreier. Wenn du einen Fehler machst, dann kannst du einfach zurück in die Zukunft. Ja, ja. Niemand nennt mich eine feige Sau. Klar. Ja, aber Yannick ist ohne Scheiß. Der Hammer kommt jetzt erst von Gekabor. Ne? Vorhin, ich verarsche ihn die ganze Zeit wegen seinem dummen Zug an, wo er daneben wohnt. Und dann gibt er mir so eine Steilvorlage von wegen. Hast du vorhin schon erzählt? Echt, hab ich schon erzählt? Ja. Ey, so vergesslich ist der alte Herr schon. Sag mal. Ach, Tobi hab ich's nicht erzählt, genau. Nee, und dann gibt er mir so eine Steilvorlage von wegen so: Boah, das Auto fährt sich wie auf Schienen. Ja, in Züge. Der ist doch echt geil, oder? So, da sind wir angekommen in Glasgow im Steinbruch. Auftrag erfüllt, gute Arbeit. Ja. Diesmal nur 3% hinten dran. Ah. Läuft. Ich würde sagen, das reicht hier auch. Ich weiß ja nicht. Ja, haben wir gut was aufgenommen. Und, ja, ich würde sagen, das war's dann wieder für heute. Achso, wir sind hier noch bei Tree E.T. Seht ihr. Wir können alle nochmal Tschüss sagen. Jo. Und, Folge 100, es geht dann noch weiter mit. Folge 101, wer hat's gedacht? Wow. Ja, wieder ganz also, normal. Also schaltet auch morgen wieder ein, wenn es heißt, Yannick macht irgendwas sinnloses Zeug. Let's fail. Einfach klar zu machen. Ja, klar. Also, ne? Haut rein, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.